Ciao zusammen, ich bin Jürgen und heute talken wir wieder NHL 19. Denn heute geht es weiter mit der HCD-Karriere, was ja auch klar ist, ihr seht so anhand vom Titel von dem Video. In der letzten Episode habe ich dich ja gefragt, was du denkst, wer Schweizer Meister wird, und da sind wieder jenste Antworten gekommen und ich feiere es einfach, wie aktiv ihr das jeweils kommentieren. Für die heutige Folge ist mir leider keine Frage eingefallen, aus dem Grund frage ich ganz einfach, findest du das cool, wenn wir immer eine Frage der Folge machen? Wenn es der Fall ist und dir eine geile Frage gerade in den Sinn kommt, dann schreib mir doch das unten in den Kommentar. Bevor wir mit der Action auf dem Eisenfeld anfangen, möchte ich nochmal kurz Hinweis machen auf das Video, das am Dienstag online gekommen ist. Es handelt sich dabei um die vierte Folge von Yeti Talk, wo der Livio und ich uns wirklich richtig viel Mühe gegeben haben. Aus diesem Grund wäre es richtig cool, wenn du dir die Folge noch reinziehen würdest, sofern du das nicht bereits gemacht hast. So, jetzt fertig gelabert. Wir starten mit der Action auf dem Eisfeld. Ab geht's! In unserem ersten Spiel treffen wir auf Rapperswil Jona Lakers und die müssen wir einfach schlagen. Wir müssen sie schlagen, aber einfach wird's mit Sicherheit nicht. Schön, Lindbeck. Endlich unser erster Angriff und der erste Schuss wird blockiert und Rapperaller kriegen wir nicht, aber wir haben noch die Scheibe. Und jetzt, was ist mit den Lakers los? Wir haben bisher einen einzigen Sieg in dieser Saison geholt und sicher den zweiten nicht gegen uns. Hey. Oh shit, nein, Scheiße, was mache ich da? Oh, Goalie, danke! Wenn wir endlich wieder mal einen Angriff starten, das wäre richtig nice, jawohl! Und nice wäre auch eine Kiste! Und da haben wir Kiste! Abpraller wird verwertet zum 1:0, yes! Im ersten Drittel haben wir uns mal die wichtige Führung geholt und jetzt müssen wir es im zweiten Drittel aber noch ausbauen. Wir kommen aber nicht zu dieser Chance, um eine Kiste nochmal zu machen. Oh mein Gott, haben wir es so viertel gehabt. Rappi wird immer gefährlicher und gefährlicher, das gefällt mir gar nicht, schön! Genial, Powerplay für uns, das heisst, wir können unsere Führung jetzt endlich ausbauen, komm schon, nein! Es wäre einfach richtig geil und wichtig, wenn wir die Führung endlich ausbauen würden. Oh shit, oh shit, oh shit, oh geil, Goalie! Wir sind bereits im letzten Drittel angekommen, da muss eine Leistungssteigerung an. Das wird sie jetzt gerade sein, die Leistungssteigerung. Und wie das es ist, wir erzielen endlich das zweite Goalie. 2:0 Führung für den HC Davos, yes! 2:0 ist sehr schön, um meine Nerven beruhigen. Jetzt brauchen wir jedoch noch eine weitere Kiste. Ein 3:0 wäre einfach zu geil. Wieso, der passt nicht her, aber gleich, wir haben es wie noch Chance gehabt. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, oh mein Gott, hey, wieso können wir denn die Scheibe nicht richtig wegnehmen? Nein, 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 nein. Oh. Letzte paar Sekunden laufen, bitte Shadow, weg. Nein, noch eine Strafe gegen uns. Scheiß auf die Strafe, denn wir haben den ersten Match in der heutigen Folge können mit 2:0 gewinnen. Richtig geil. Und somit mit voller Motivation ab in den zweiten Match. Wo der EVZ unser Gegner ist und die gewinnen auch gerade das erste Bulle, der erste Schuss und die erste Parade. Hoffentlich wird unser erster Angriff ein bisschen erfolgreicher. Nein, leider nicht. Jetzt passt auf Föri auf der Wieser und der Wieser drückt ab und am Goal vorbei. Der zweite Match steht gar nicht und mit einem guten Ständer. Wir müssen wie eine doppelte Überzahl bzw. Unterzahl überstehen. Und okay, kommen, 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 kommen. Querpass, Schuss, nein, schade. Oh, aufgepasst, 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 schön, Goalie. Ein Straf nach der anderen gegen der HCD, schöner verteidigt. Aber nein, Mann, hol noch die Scheibe wieder, nein, nein, nein. Ah, oh. Unterzahl wieder überstanden, aber hey. Die machen da Druck, die machen da Druck. Die Frage nur vor einer Zeit, bis die eine Kiste machen. Zum Glück hat Zug ihre Powerplays im ersten Drittel nicht genutzt. Und wir wollen endlich mal eine Kiste machen. Und da gibt es sie. Nein, gibt's nicht. In der letzten Folge habe ich es komisch gefunden, dass wir fast nie Chancen haben. Die haben irgendetwas, glaube ich, am Gameplay geändert. Das ist ganz komisches wie. Guck mal, nicht mehr richtig zur Chance und jetzt treffe ich noch den Pfosten. Es ist wieder mal eine Strafe gegen uns angezeigt, aber wir können es nicht befreien. Oh mein Gott, hey, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, hey. Aktuell muss ich sagen, wäre eine Führung für Zug absolut verdient. Jedoch der Limpeck hat ganz klar etwas dagegen, aber da kann er nichts mehr dagegen machen. Zug geht in Führung. Ja, es ist verdient, aber trotzdem ist es absolut beschissen. Meine Güte, hey, schießen wir das jetzt an, hey. 0:1 im Rückstand. Oh, was für ein Fehlpass. Können wir das gerade ausnutzen zum Ausgleich im letzten Drittel? Nein, natürlich nicht. Da ist unser Topscorer an der Scheibe mit einem super Pass und mit einem Abschluss. Und Scheibe, irgendwas weg kommt sie. Nein, sie zählt nicht da. Zählt es wirklich nicht da. Man weiß es nicht. Wir werden es jetzt gerade erfahren. Leider zählt der Treffer nicht. Das wäre so geil gewesen. Dann machen wir halt jetzt den Ausgleich. Nein. Wir haben nur noch 9 Minuten für den Ausgleich. Und der kommt jetzt nicht. Na toll, wir müssen wieder Unterzahl spielen, aber wir greifen wieder an. Aber wir machen die Chancen einfach nicht. Einfach kein 2:0 kassieren. Einfach kein 2:0 kassieren. Wir haben nicht mehr viel Zeit unter Goalie draussen. Und da haben wir
Nein, keine Kiste. Ganz wenig Zeit haben wir noch. Komm, tschüss, tschüss, tschüss. Nein, wir schaffen es nicht, um eine Kiste zu erzielen. Wir verlieren den Match Nummer 2 gegen den EVZ mit 0-1. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen und gehen weiter mit voller Motivation in den dritten und letzten Match, wo unsere Gegner die SL Tigers sind, und die müssen wir jetzt wirklich schlagen. Müssen ist ja eine Sache, ich will es ehrlich gesagt einfach. Und jetzt machen wir auch die erste Kiste noch nicht, dann vielleicht jetzt aber, komm, nein! Geht es dort weiter, wo es gegen den EVZ aufgehört hat, mit Strafen gegen uns? Sieht fast so aus. Die Verteidigung ist schon an sich eine Stärke von uns, aber da war gar keine Stärke von uns jetzt. Fuck, noch einmal 0-1 im Rückstand. Scheiße! Wir müssen uns um einiges mehr steigern. Das ist einfach ein Muss jetzt. Für das braucht man eine bessere Chancenauswertung. Komm schon! Nein! Ich check's einfach nicht, warum komme ich nicht mehr gefährlich für ihn. Ich sollte mich steigern, aber steigern heisst nicht Strafe kassieren. Schön, Limpeck. Vielleicht machen wir ja wieder mal ein Unterzahlgoal. Das wäre richtig geil. Sieht leider gar nicht danach aus, sondern eher, dass wir eine Kiste kassieren. Und da kassieren wir sie tatsächlich. 0-2 im Rückstand. 2 Kiste in Unterzahl kassiert. Ja, es ist logisch, dass wir dort am Edge Goal kassiert, aber doch nicht mehr. Nicht mehr, nein! Wir können Powerplay spielen, also perfekte Chance für unseren Anschlusstreffer. Die Schieber läuft auch und jetzt kommt der Pass und... Nein! Wir haben immer noch die hohen Schieber. Komm, drück von hinten ab, nein! Oh, jetzt sind wir wieder mal drin. Aber ich komme nicht durch. Oh, wir kriegen jetzt mit Glück. Komm, Pass, tschüss! Ah, das ist scheiße, nein! Kriegen wir noch den Anschlusstreffer her, jetzt im zweiten Drittel. Bitte, bitte, nein! Wir sind im letzten Drittel und somit die letzte Chance, um den Match noch irgendwie auszugleichen. Einfach kein Goal kassieren. Langsam aber sicher rennt uns die Zeit davon, hey. Fuck noch einmal! Die Zeit rennt uns davon, hey. Jawohl! Jawohl! Anschlusstreffer 1-2, hey, meine Güte! Ich habe schon gemeint, wir haben jetzt bald gar keine Zeit mehr, wenn wir keine Kiste machen. Und da fällt jetzt der Anschlusstreffer. Yes! Der nächste Angriff läuft gerade wieder. Und das nächste Goal. Komm schon, mein Abpraller. Wir haben noch 1 Minute Zeit für den Ausgleich. Und aus dieser Minute sind nur noch ein paar Sekunden jetzt geworden. Wir haben natürlich den Goalie draussen. Und ja, komm rein. Oh mein Gott, wir kommen noch rein. Aber dann kommt der andere gleich her und erzielt es 3-1 ins leere Goal. Meine Güte, wir haben ein viel Glück, aber doch nicht genug Glück, um den Match noch auszugleichen und vielleicht zu gewinnen. Das war der Knickbruch, eindeutig. Und da feiern jetzt die Tigers ihre 3-1 gegen den HC Davos. Richtig bitter, gefällt mir gar nicht. Ich hoffe jedoch, dass dir die Episode trotzdem gefallen hat. Wenn das falsch ist, vergiss das Video nicht entsprechend positiv zu bewerten und natürlich auch zu kommentieren. Im Hintergrund siehst du jetzt noch die aktuelle Tabelle. Wir sind auf den zweiten Platz abgerutscht. Ist das der Beginn von einer Krise vom HC Davos bei uns, genauso wie in echt? Das erfährst du natürlich nur, wenn du auch beim nächsten Mal wieder wirst einschalten, wenn es heisst HC Davos Saison, da auf meinem Kanal Wi-Fi. Und damit du natürlich das Video nicht wirst verpassen, ist sehr wichtig, meinen Channel noch kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit du dann auch sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video online kommt. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Ende von dieser Folge angekommen. Ich hoffe wirklich, es hat dir gefallen. Wenn das der Fall ist, vergiss nicht, es gibt auch noch andere Leute, wo das könnte gefallen. Also teile das Video auf all deinen Social Media Kanälen. Jetzt auf jeden Fall bin ich trotzdem draußen. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!